Hallo zusammen, mein Name ist Nils Starke, Kommunalpolitiker vor Ort und heute mit einem ganz besonderen Ziel und auch passend irgendwo zur Jahreszeit, und zwar in Niederberbach, der Obsthof Mut. Warum jetzt? Naja, das werdet ihr bestimmt gleich sehen. Wenn es euch interessiert, kommt gerade mit. So, ich bin jetzt auf dem Obsthof angekommen. Der Weg da ist recht schön, aber doch etwas versteckter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt suchen wir mal den Markus Muth, denn der wird uns hier jetzt ein bisschen was erzählen. Hallo Markus, grüß dich. Ja, servus Nils. Schön, dass es geklappt hat. Jawohl. So, und das ist nett, dass du uns deinen Obsthof einmal zeigen möchtest. Es ist ja nicht nur ein Obsthof, habe ich gehört. Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, vom Obstanbau über die Vermarktung im Hofladen, Lagerung hier bei uns in den Kühlhäusern und natürlich jetzt als besonderes Special unserer Brennerei. Einmalig in Mühltal. Wir sind ganz offiziell hier die älteste, die größte und die schönste Brennerei in Mühltal. Und ich hoffe auch die leckerste. Vielleicht können wir das nachher ja nochmal testen. Da kommen wir bestimmt noch. Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Sache mal an. Sehr gerne. So, jetzt haben wir hier verschiedenste Pflanzen stehen. Was pflanzt ihr denn alles so an auf dem Obsthof? Ja, wir pflanzen im Prinzip alles an, was hier auch wächst. Das heißt, wir haben einmal hier in Niederberbach natürlich, das ist ja fast Pflicht, dass wir Beerenobst haben. Ja, wir haben hier Johannisbeeren und Stachelbeeren. Wir haben Süßkirschen, wir haben Sauerkirschen, wir haben Zwetschgen. Alles natürlich in mehreren Sorten. Wir haben Birnen, wir haben Äpfel, wir haben Renegloden. Das ist noch so. Das kenne ich jetzt gar nicht. Was ist das? Das ist quasi eine Mischung aus Zwetsche und Mirabelle. Ist grün von der Farbe her. Also es sieht hundsgemein sauer aus, ist aber eine zuckersüße Frucht. Auch wunderbar im Frischverzehr oder eben für die Brennerei unheimlich gut geeignet. Gibt ganz, ganz tollen Brand. Ich merke schon, ich krieg gerade so ein bisschen Brand dann. Wie gesagt, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch. Jawohl. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr auch Zierblüten anpflanzt. Ja, es sind keine Zierbäume, es sind tatsächlich, ist eine relativ neue Apfelsorte noch, die Rote Marie. Das Besondere an dem ist, dass der Apfel durch und durch rot gefärbt ist. Ja, das ist eine absolute Besonderheit. Ich habe das außer hier bei uns und in der Nähe von Heidelberg auch noch nirgendwo gesehen. Wie viele Apfelsorten habt ihr denn hier circa angepflanzt? Insgesamt sind es 26 Sorten, die wir hier haben. 26 genau. Sorten, die hier anpflanzt. Die Sortenvielfalt kommt daher, einmal durch die Direktvermarktung. Wir wollen natürlich ein breites Spektrum bieten. Und dann haben wir auch für jeden Geschmack was dabei. Wir haben Äpfel extra für Allergiker, die gut verträglich sind. Wir haben süße Äpfel, saure Äpfel und zur Ernteerleichterung, weil wenn die 10 Hektar auf einmal reif werden würden, das würden wir gar nicht schaffen zu ernten, haben wir die Sorten so gestaffelt, dass sie alle nacheinander reif werden. Das heißt, wir ernten von Ende August bis Anfang November normalerweise kontinuierlich eine Sorte nach der anderen ab. Wir brauchen beim Apfelbaum ja, ungefähr 5 Jahre, bis wir den ersten nennenswerten Ertrag haben. Und so nach 7 Jahren sind wir dann im Vollertrag. Ne? Wir haben Standzeit hier von so einem Baum ungefähr 20 Jahren. So, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir jetzt unsere Birnen. Die haben dieses Jahr leider schon ganz schön gelitten. Also speziell die Birnen, die blühen etwas früher als zum Beispiel die Äpfel. Ja, man sieht, jetzt sind ja schon in der Abblüte. Und dieses Jahr war es ja am 1. April pünktlich, wie die Birnen in angehender Blüte waren, war es kalt geworden. Das kann man jetzt auch mal zeigen hier. Dann ist die Blüten öffnet. Ja, dann sind innen drin der Blütenboden, der ist schwarz. Das heißt, aus dieser Blüte wird keine Birne mehr entstehen. Das heißt, die Ernte ist für dieses Jahr bei den Birnen zumindest für die größte Zeit schon gelaufen. Okay, das heißt, die Ausbeute wird dieses Jahr bei Birnen etwas mau werden. Die wird etwas schlechter werden. Verarbeitet ihr hier alles selbst? Wir haben tatsächlich Jahre hier dabei, wo wir mit Null Ausschuss arbeiten. Das heißt, wir haben alles, was nicht in den Verkauf kommt oder irgendwelche kleinen Macken hat, geht als Saft, geht als Schnaps, geht als Likör oder einfach als Verarbeitungsäpfel oder Verarbeitungsfrüchte noch raus. Da sind wir mittlerweile hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Also auch völlig nachhaltig quasi? Das ist natürlich das A und O bei uns. Ja? Also Nachhaltigkeit, wie schon gesagt, das ist was für Generationen. Ja, man kann hier nicht wirtschaften und zum Beispiel den Boden auslaugen. Es muss immer so sein, dass die nächste Generation damit noch gut arbeiten kann.
schaut es denn eigentlich aus mit der Wasserversorgung? Wie regelt ihr das? Ist das jetzt Wasser aus der Leitung? Oder? Gesagt, also die Klimastrapazen sind ja mein Thema Nummer eins, das ist die Bewässerung. Wir sind hier nicht an das öffentliche Netz angeschlossen, das heißt, wir haben hier eine eigene Wasserversorgung. Mit eigenen Brunnen oder Quellen? Oder? Wir haben hier Quellen, genau, die gefasst sind. Aber das Wasser langt bei weitem nicht, um die Fläche hier zu versorgen. Also das ist wie machst du es dann, wenn kein Wasser nachkommt? Da muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir unseren Nachbarn hier unten, den Steinbruch, die MHI. Und die haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Sammelbecken für Regenwasser hinten im Bruch. Und da darf ich dran und darf mir dort mein Wasser holen. Das ist quasi eine Win-Win-Situation. Absolut, ja. Perfekt. Ja, Markus, jetzt haben wir so viel gesehen an Obst. Jetzt wäre es doch mal schön, vielleicht zu sehen, wie es auch mit weiterverarbeitet wird. Wollen wir uns die Brennerei mal anschauen? Lass dich ganz herzlich ein. Ja, Hallöse. Ja, übrigens die ältesten Weihnachtsgänse im Landkreis, weil das ist ganz selten, dass eine Gans fünfmal Weihnachten mitfeiert. Ja, das ist wohl richtig. So, da ist ja der Sauerkirsch. Da ist ja unser berühmter Sauerkirsch, genau. Wie sieht's aus? Willst du mal einen probieren? Sehr gerne. Sehr zum Wohl. Echt lecker. Gib mir Mühe. Oh, das ist jetzt sozusagen das Herzstück der Brennerei. Ganz genau, ja. Das ist so seit 2017 hier mein Liebling auf dem Hof. Wie läuft es denn so ab? Kannst du das vielleicht mal im Schnellabriss erklären? Also ganz kurz erklärt, ist es relativ einfach. Ja, wir haben einmal hier unten die Brennkammer, wo wir hier mit Holz heizen. Auch absolut nachhaltig, weil wir unser Holz aus dem eigenen Wald haben. Brennkammer, wo die Maische eingefüllt wird, die wird durch das Feuer erhitzt. Der ausgekochte Dampf steigt nach oben, wird immer wieder kondensiert. Dadurch verstärkt sich der Alkoholgehalt, geht über das Geistrohr, über den Kühler und kommt hier unten dann wieder als Flüssigkeit, als Schnaps zum Vorschein. Alles klar, vielen Dank. Ja, in das Lager passen einige Paletten rein. Ganz genau, ja. Also wir haben hier Lagermöglichkeiten für unser gesamtes Obst. Das heißt, wir lagern hier alles direkt am Hof und können es hier mit unseren ULO-Kühlhäusern, ja, das heißt, hier wird der Sauerstoff rausgezogen während der Lagerung, können wir die Äpfel fast ein Jahr lang frisch halten und können so unseren Hofladen durchweg beschicken. Und jetzt hier auch quasi regionale Produkte. Ganz im Hofladen. Genau, ja. Also ist klar, nur wegen Äpfeln würde bestimmt keiner mehr herkommen. Wir versuchen hier immer ein breites Sortiment anzubieten. Das heißt, wir haben hier aus der Hüttentaler Molkerei verschiedene Sachen. Wir haben aus Pfungstadt von dem Betrieb haben wir Käse, das ist die Kohle Jule. Wir haben aus Lützelbach haben wir Wurst und Fleisch. Also alles hier regionale Betriebe, die regional produzieren. Und das verkaufen wir hier mit, einfach um dieses Angebot ein bisschen breiter zu stellen. Ja, lieber Markus, dann vielen Dank, dass du mich hier einmal rumgeführt hast, dass du mir alles gezeigt hast und ich Einblicke bekommen konnte in dein Unternehmen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und hab noch eine Kleinigkeit für dich. Ah, das ist aber lieb. Dann kann ich Kannst zumindest beim Videoschneiden habe ich dann heute Abend viel Spaß. Vielen lieben Dank. Also ich fand das ganz spannend und es ist hier auch echt wunderschön. Wir haben jetzt noch circa 10 Tage lang die Blüte hier stehen. Also es lohnt sich mal einen Spaziergang zu machen oder eine kleine Radtour beim Obsthof Mut vorbeizuschauen. Teilt gerne das Video. Bis dann.